Es sieht aus, als hätte die Revolte auf Antigua die Konföderation ziemlich in Panik versetzt. Ich fange ungewöhnlich viele Funksprüche zwischen den Außenposten der Konföderierten und ihrem Hauptquartier auf Tarsonis auf. Die meisten sind mehrfach verschlüsselt. Aber Moment, hier kommt gerade etwas rein. Hier spricht General Duke vom Alpha Squadron Flaggschiff Nora 2. Wir mussten notlanden und wurden von den Zerg überfallen. Erbitte sofortige Hilfe von jedem, der dieses Signal empfängt. Ich wiederhole, dies ist ein Notruf der Stufe 1. Zerg? Hier? Geschieht Ihnen recht. Wird auch Zeit, dass Sie mal Ihre eigene Medizin zu schmecken kriegen. Jim, ich will, dass Sie jetzt losziehen und diese Basis retten. Ich hab wohl nicht richtig gehört. Arcturus, haben Sie den Verstand verloren? Hört zu. Ich weiß, dass Duke ein gemeiner Bastard ist, aber deshalb darf nicht eine ganze Kolonie darunter leiden. Außerdem könnte sich ein hochrangiger General der Konföderierten als wertvoller Verbündeter entpuppen. Diese Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich sage nicht, dass es euch gefallen soll. Ich sage, dass ihr es tun sollt. Ja, Sir. Na prima. Bringen wir es hinter uns. Und damit wieder recht herzlich willkommen hier in StarCraft 1. Und wir müssen jetzt General Duke retten. Ja, für alle, die die letzte Folge noch nicht gesehen haben, da haben wir eine kleine Revolution schon angefangen, indem wir die Konföderierten angegriffen haben. Und jetzt müssen wir einen General von ihnen retten. So, gehen wir direkt in die Mission. Und wir fangen wieder mit fast nichts an. Hier ist Jimmy. Gut. Es könnte gut werden. Verzerrt. Was sie hier eingegraben haben. Es könnte gut werden. Reparieren wir das direkt. Dann mal los, Commander. Verstanden. Alles Roger. Hier den Bunker auch mal direkt reparieren. Ist das schon unseres? Jawohl. Nicht genügend Mineralien. Haben wir hier noch einen Wegpunkt hin? Ach, jetzt haben wir nicht genug Mineralien, um das. Ja. Befehle, Captain? Läuft. Wie sieht's hier aus? Okay. Warte auf Befehle. Jetzt zwei springt da rein. Ich bin da mit rein. Also, wenn wir das tun, dann sollten wir uns beeilen. Dem Zerg dürfte das Schiff nicht lange standhalten. Das sind auch unsere. Reparieren wir mal. Ah, erstmal die Bunker. So. Commander, der geht hier rein. Jetzt zwei geht auch da rein. Nicht genügend Mineralien. Und ihr holt mir hier Mineralien. Rainer hier. Du schmeißt mir eine Mine raus. Da sind direkt Zerg. Befehle, Captain. Nicht genug Vespingas. Ach, dafür brauche ich Gas. Ja, Sir. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Rainer hier. Hört sich gut an. Da läuft direkt ein Neutralist. Na klar! Hier, direkt. Allzeit bereit. Eine Sonde hinterher. Komm, Link, online! Ja, ja. Dann das nur online. Commander. So, sorgt mir hier mal ein bisschen Rohstoff, Jungs. WBF-Abflug bereit, Sir. Kaum was kommen können, ne? Cool. Hier geht's noch weiter. Egal. Ach, jetzt habe ich den doofen Wegpunkt da so doof gesetzt, dass man die Drohne nicht sieht, ne? Verstanden! So. Rohstoffe. Immer mehr Rohstoffe. So, ein paar Minchen gelegt. Verstanden! Ja. Nicht genug Vespingas. Und die werden es nicht schaffen, hier rumzukommen. WBF-Abflug bereit, Sir. Alles Roger. Dann bauen wir mal weiter Rohstoffe ab. Und das. Ist egal. Muss ich repariert werden. Das vielleicht. Befehle, Captain. Komm, reparieren wir das. WBF-Abflug bereit, Sir. Verstanden. Hier.
noch ein bisschen Rohstoffe sammeln. Nicht genügend Mineralien. Ja, Sir? Dann reparieren wir das auch. Optik halber. WBF Abflug bereit, Sir. Ja, komm. Ups, Sir. Verstanden. Und dann retten wir mal den General. Ja, da sind noch ein paar Zerg. Der braucht hier direkt schon mal so ein... Nicht genügend Mineralien. Befehle erhalten. Kommt, bringt ein bisschen Mineralien hier hin. Ja, einer noch. Da kann ich nicht bauen. Nee, da sollst du bauen. Befehle, Captain. So, du gehst dahin. Und dann gucken wir mal. Direkt eine Drohne hinterher. Wird unsere Raffinerie fleißig gebaut. Ach, was schön. So. WBF Abflug bereit, Sir. Befehle, Captain. Alles fertig. Haben wir noch eins. Da gibt's Gas jetzt. Das ist auch nicht schlecht. Dann können wir den Kreuzer direkt reparieren. Wobei wir ja noch keine Zerg angegriffen haben. Wieder. WBF Abflug bereit, Sir. Aber man weiß ja nicht. Melde mich zum Dienst. Mit der nächsten Drohne bauen wir dann gleich mal ein paar Sachen. Hier reparieren wir fleißig hoch. Ist auch gut. WBF Abflug bereit, Sir. So. Ja, Sir? Na, dann gucken wir mal. Okay. Nicht genügend Mineralien. Okay, wir warten. So, eine Akademie. Hier hin. Dann in der Zwischenzeit bauen wir. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Noch eine Drohne. Ja, Sir. Reparieren wir den hier als erstes. Systeme funktionsfähig. Und den reparieren wir auch. Kanal offen. Wir werden hier auch noch vollgerotzt. WBF Abflug bereit, Sir. Was brauche ich denn hierfür? Ach, Akademie. Ja, Sir? Hier, einer geht mir noch ins Gas. So. Dann brauchen wir noch 100 Leute. Hier so ein Space Marine. Ist auch nicht verkehrt, ne? WBF Abflug bereit, Sir. Verstanden! Oh, alles Roger! Assistent angegeben! Hey! Macht mich nicht unglücklich, habe ich einen in dieser Scheiße platziert. Commander! Schade. WBF Abflug bereit, alles fertig! Oh, bist du. Melde mich zum Dienst! Dann. Ja, Sir? Dann brauchst du mir. Nicht genügend Mineralien. Nee, okay, dann brauchst du mir keine Waffenfabrik. Verstanden. Sondern warten wir auf die Kommzentrale. WBF Abflug bereit, Sir. Verstanden. Und wo brauchst du mir erstmal ein Versorgungsdepot hier? Um einen Namen schicken wir dann auch rein. Nicht genügend Mineralien. Vier Marines. Ja, Sir. Alles Roger. Und, erhöht den Angriffsradius der Space Marines. Das, könnte uns gefallen. Und zwar so sehr, dass wir eben im Moment warten. So. Erforschen wir direkt. Alles fertig. Ja, ja. Verstanden. Komm. Bestätigt. Wir brauchen Ressourcen. Und zwar Unmengen. In der Zwischenzeit machen wir hier das Waffen-Update. Dass wir ein bisschen mehr Feuerpower haben hier. Da rennt doch schon ein Zerg. Oh, rennst du hin, Zergling? Sag nicht, da kann ich so durchfahren, nee. Commander? Ich hab doch den. Hey.
Was? Was ist Verstärkung? Warte auf Befehle! Hier direkt einen rein. Verstanden! Und du reparierst hier und fährst dann wieder hier. Wir bauen hier mal so ein Ding. Und dann scannen wir mal hier. Ja, zack. Da oben ist frei und da ist wieder Lever danach. Wie erwartet. Dann bauen wir mal ein paar Space Marines. Und eine Waffenfabrik, ne? Wollten wir ja auch bauen. Hier hin und danach hier hin. Ihr seid zu zweit. Dann brauchen wir noch eine Baracke. Eigentlich benutze ich es nicht, aber das ist echt einen großen Vorteil bringen. Beziehungsweise ein Gefecht entscheiden, aber. Ach. Bin da noch nicht so der Fan von. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, brauchen wir nochmal eine Drohne. Und du baust mir hier noch ein Versorgungsdepot irgendwo hier unten hin. Das hier wieder hin. Ich hoffe, das klappt auch. Dann bauen wir nochmal 12. Nicht genügend Mineralien. Einen Feuerfresser. Noch einen Feuerfresser. Obwohl ich mir das. WBF abflugbereit, Sir. Ja. Kommando. Könnte. Ja, Sir. Könnte. Befehle erhalten. Wir bauen gleich eine Baracke. Das ist wohl das Beste. Dass wir ein bisschen mehr Truppen produzieren können. Jetzt sagt unsere Energie. Kommando. Ach, das ist scheiße. Alles fertig. Alles fertig. Na, geht ihr direkt arbeiten? Oh, ich geh direkt arbeiten. Was schick. Forschung abgeschlossen. Schick, was schick, was schick. Welche Forschung? Ja. So. Noch eine Drohne hinterher. Kommando. Und ich wollte eine Baracke bauen, ne? Befehle, Captain. So, wo ist die Baracke? Da, Kaserne. Klatsche ich hier. Kann ich da noch mehr? Nein, dann brauchen wir da nicht mehr. Ist auch okay. Melde mich zum Dienst. So. Feuer gefällig. Alles fertig. Was brauche ich denn dafür? Ein Waffenlager. Nicht genügend Mineralien. Dauert es nicht mehr. Das ist immer interessanter. Feuer gefällig. Alles Roger. Gucken wir mal hier oben eben. Alles repariert. Systeme funktionsfähig. Okay. Ja, so ein Feuer frei. Alles klar, hier damit. Da schicken wir noch ein Feuerfresser rein. Hier holen wir mal 2 Minuten raus. Los geht's. Und schicken auch ein Feuerfresser rein. Und dann machen wir mal noch ein paar Dutzend Feuerfresser. Und ihr baut Adler? Melde mich zum Dienst. Nein, keine Baracke. Alles klar, hier damit! Nein! Versorgungsdepot. Du. Melde mich zum Dienst. Bauen Waffenlager. Und zwar. Sonnen. Befehle erhalten! Ja. Würde ich auch hoffen. Melde mich zum Dienst. So. Wir bauen. Nicht genügend Mineralien. Nichts erst. Alles klar, her damit! Noch ein Feuer gefällig. So, scan. Bitte. Hier. WBF abflugbereit, Sir. Da geht's nicht hoch. Sind nur eine Menge Zerg. Ist was? Alles fertig. Melde mich zum Dienst. Wolltest hier. Feuer gefällig. Du bauen wir uns. Nicht genügend Mineralien. Und dann gehen wir mit dem ersten Stoßtrupp gleich mal los. Wenn wir das Update hier erforschen können. Und du solltest noch arbeiten. Alles fertig. Alles fertig. Feuer gefällig. Was? So. Dann mal los, Commander. Ach, ich kann ja eh nur. Aber klar doch. Gruppe 1. Das könnte gut werden. Ja?
Hab's vernommen, Sir. Gruppe 2. Dann mal feuergefährlich. Ist was? Leute. Was soll's sein? Gruppe 2. So. Oh, das war's? Wir gucken erstmal hier oben. Was da so ist, da geht's nämlich auch hoch. Halbzeit bereit. Na klar. Ist was? Komm, hüpp. Was da ist? Hab's vernommen, Sir. Hier wäre nämlich der Halbzeit bereit. Ist was? Das ist schon mal nicht schlecht. Hier. Ja? Hier ist Jimmy. Ja? Und? Hier ist Jimmy. Hab's vernommen, Sir. Rainer hier. Wir haben wohl den Goliath schon verloren, aber die Mutas sind was auch down. Was soll sein? Machen wir mal hier. Was? Oh. Das war schon ein etwas schwerer Rein, muss ich sagen. Befehle, Captain? Ja, Ihre Schreibkräfte werden. Ja. Was soll's sein? Rainer hier. Hier ist Jimmy. Was soll's sein? Machen wir noch Jäger mit dabei? Sind wir schon hier? Müssen wir mal gucken. Wir machen nochmal ein paar Goliaths. Der sollte repariert werden, aber wird er irgendwie nicht. Bestätigt. Befehle erhalten. Machen wir noch ein paar Marines. Und ein paar. Nicht genügend Mineralien. Dann mal los, Commander. Gut. Dann. Aber klar doch. Ist was? Gehen wir direkt hier runter. Okidoki! Kommt! Feuergefährlich! Kein Problem! Ich gucke unten aus, wie können. Doch mal noch ein paar. Sehr viel dabei ist drin. Aber das ist nicht richtig. Die Feuerpresse geht zwar drauf, aber wir haben noch Arbeit. Noch einige in der Produktion. Solange Jimmy nicht tot ist. Hier noch mal Werkstatt noch was erforschen, ne? Hab's vernommen, Sir! Komm, schießen wir das jetzt mal. Läuft doch. Hier noch ein paar Adler hinterher. Ein paar Dutzend Marines. Ein paar Feuerfresser. Halbzeit bereit. Was soll's sein? Halbzeit bereit. Lader! Und dann haben wir schon den ersten Teil der gegnerischen Basis platt gemacht. So, Rohstoff verschwinden auseinander. Feuergefährlich? Hier ist Jimmy. Mal. Ist was? Oh, das war's? Na, nee, Jimmy nicht kaputt. Hier ist Jimmy. Oh, jetzt wird's zum Tisch. Wird das noch hin, hier auf den zu kommen? Alles klar, her damit! Na, komm.
Kommt schon, Jungs. Das schafft ihr doch. Upgrade fertig. Wenn ihr einer. Ach, ich drück hier. Alles Roger. Bestätigt. So. Gucken wir mal hier. Nochmal ein bisschen Waffen-Upgrade. Ne, warte. Fahrzeugpanzerung. Das ist auch gut. Alles klar, hier damit. Hier ist ja die Gruppe 1. Ja. Sollen wir einheißen? Gruppe 2. Jim repariert mal einer. Melde mich zum Dienst. Befehle erhalten. Kanal offen. Commander. Und dann brauchen wir vielleicht eine Waffen. Alles klar, hier damit. Verstanden. Und eine Waffenfabrik hier oben. Alles Roger. Auch schon die Minen brauchen wir nicht, ne? Ganz kaum noch, aber. Ich höre. Systeme funktionsfähig. Yeah. Weiter. Trainer hier. Nein. Drei. Alles klar, hier Feuer damit. Frei. Das müsste zwei sein. Ganz kaum noch erwarten. Hier ist Jimmy. Ja. Hey, wo kommst du zu? Trainer hier. So. Dann mein Feuer frei. Jetzt geht's rund. Direkt wieder Angriff. Ich denke, das machen wir sehr knapp. Das sieht auch gar nicht so schlimm aus. Dann haben wir direkt schon wieder einen Space Marine verloren. Sterben wie die Fliegen. Die Mates, die kommen nicht ganz so weit. Wahnsinn! Los, los, los! Jetzt geht's rund! Ja, komm schon. Nein, nur die Bovis hier platt. Ja, so sieht das aus. Kommt schon. Ja, dann krieg ich die auch noch. Sehr gut. So. Wir haben noch einen Scan hier, ne? Schauen wir mal, was vor uns liegt. Okay. Da. Ach, sollen wir einheißen? Alle einfach rein. Und dann ist die Basis für Geschichte. Hoffe ich zumindest. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ja, wo seid ihr denn? Dann? Hier ein Mutter in uns. Ja. Und den tiefen Kolonie. Und dann noch. Und die Basis werden noch fertig gemacht. Ein paar Zeltlinge. Und Ballisten. Wieder die Herrscher verloren. Ich glaube, es ist halt ein bisschen aufwendig, dass sie zusammenstehen halt. Ja, zusammenbleiben. Hier, ja, das ist das war auch top. Und hier den Bau noch. Schwarmstoff. Gehen wir auch noch auseinander. Und
das ist voll laut. Was haben wir noch kriegen? Wollte ich Truppen nachbauen? Vielleicht ein paar, ne? So, du machst mir. Brauchen wir nicht. Die machen wir. Ein Dutzend Marines. Ein Dutzend Feuerfresser. Und dann gehen wir hier mal hin. Gucken mal, was hier los ist. Und so wie es aussieht, ist das einfach ein freier Ressourcenplatz. Obwohl, eine Mutter ist. Ja, und dann? Da haben wir die Basis abgegrast. Jetzt bestimmt hier hoch, ne? Scannen wir mal eben. So. Dahin. Alles klar, her damit! Sollten wir die. Ja. Ja! Kanal offen! Ja! Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Machen wir mal hier. Hier sind wir raus. Feuer gefährlich! Hier ein Sammelpunkt. Den hatte ich. Alles klar, her damit! Und hier nochmal ein Sammelpunkt. Und dann kommen die nämlich schön nach. So, hier marschiert auch schon mal da hinten hin. Kommander, soll ich jemand vergessen? Kommander! So, kommt. Los, die Tiefenkolonie nehmen wir auch direkt mit. Systeme funktionsfähig. Lassen wir hier noch den Rest ab. Feuer frei. Natürlich. Ach, soll ich Balance? Jetzt geht's vor den Trainer hier. Ne, hier hin. Hab's vernommen, Sir. Ist was? Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Kriegt ihr es jetzt hin? Komm, den jetzt kriegt ihr auch noch. Systeme funktionsfähig. Nachfrage ausgerichtet. Dann mal los, Commander. Was soll's sein? Komm nicht online. Comlink online. Hier. Nein, nein, ich wollte da sein noch. Ist was? Sollte auch da hinlaufen. Hier sollte auch hinlaufen. Hier noch kaputt machen und dann haben wir die Mission auch schon erledigt. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Da ist noch ein Systeme funktionsfähig. Oh, hier noch ein Schild. Alter, da kommt. Oh, das ist wohl kaputt. Dann haben wir jetzt den Zelt schon mal gezeigt. Ich glaube, wir haben hier noch alle Verteidigungsanlagen hier. Okay, immer schlimmer hier. Komm du auch noch mal hier hin. Du auch noch. So. Dann haben wir auch fast die ganzen Ressourcen hier abgebaut. Gucken
mal, dass wir noch mit dem Scan hier den letzten Teil der Karte aufdecken. Da liegen nur ein paar Skelette rum. Dann mal los, dann schicken wir Jim mal dahin. Hört sich gut an. Na, ja, komm. Boah, was ist denn? Weiter, Capcom. Bestätigt. Bestätigt. Ja, was war denn unser Missionsziel? Ja. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Zwei Ladefrachter. Das heißt, wir brauchen unser Raumdock hier. Dann bauen wir nochmal eben ratzfatz einen Raumdock. Dann schicken wir schon mal den Rest der Truppen hier hinten hin. Ziel ausgemacht. Ja. Läuft. Ist was? Wir den Teil der Karte oh, raus. Das war's? Jetzt müssen wir natürlich jetzt warten, bis das eure Raumdock fertig ist. Oder der Raumhafen. Systeme funktionsfähig. Bestätigt. Kanal offen. Jo, fahrt ihr mal hier hin. Erforschen direkt noch die Panzerung dafür. Dauert das so lange. Deswegen war da auch so viel Luftabwehr. Dass man da nicht einfach so durchfliegen kann. Ja. Die ist noch voll ausgerüstet. Ich baue schon. Gleich ist fertig. Und danach können wir unsere alles fertig. Landefrachter erst bauen, wenn wir den Kontrolltower gemacht haben. Befehle, Captain. Alles Roger. Muss ja so sein, ne? Das dauert natürlich auch. Wäre ich doch nochmal auf Flugzeuge gegangen. Dann wäre es jetzt alles schneller gewesen. Aber macht ja nichts. Der baut uns jetzt eben ratzfatz. Dann fliegen wir mit den Dingern hier hin. Systeme ein vereinzelter Goliath. Bestätigt. Ein kleiner Kaufläufer. Ziel ausgemacht. Was steht da noch rum? Auch noch einer. Doch, du darfst hier noch aufpassen. Bestätigt, HQ. Wer steht da noch? Ach, ja. Hier. Komm hier hin. So, fertig. Kommt mir dieser Landefrachter und ich setze hier direkt den Wegpunkt hier hin. So, komm. Bau. Baut. Ich habe noch was. Mehr Energie und Handforschung. Nein, das wollen wir nicht. Kriegen wir noch mal eine Runde hier hin. Brauche ich jede Menge Ressourcen hier. Alle Vorhaben. Weiter, stehst du denn hier? Ziel ausgemacht. So, unser erster Transporter fliegt schon los. Und will die Überlebenden retten. Der zweite folgt zugleich. Er ist schon fast fertig. Also los, HQ. Ja, seh zu. Und er ist da. So, der zweite. Auch sofort fertig. Landungsschiff bereit. Und dann können wir endlich den General retten. Oh. Wasser 4 Düsen, fliegt ein bisschen schneller. Na? Eingabe der Koordinaten. Also los, HQ. Eingabe der Koordinaten. Und die Mission ist so gut wie geschafft. Ihr seid so ziemlich die Letzten, die ich hier erwartet hätte. Was springt für Sie dabei raus, Minsk?
Für uns rausspringen? Ich springe auch gleich mal raus, sie schleimiges, konföderiertes Stück Scheiße. Jim, das reicht. Ich mach das schon. Hören Sie, Duke, die Konföderation bricht auseinander. Die Kolonien proben offen den Aufstand. Die Zerg rauben und morden, ohne dass jemand ihnen Einhalt gebietet. Was wäre wohl heute passiert, wenn wir nicht aufgetaucht wären? Was wollen Sie? Ich biete Ihnen zwei Alternativen an. Sie können zur Konföderation zurückkehren und verlieren. Oder Sie können sich mit uns verbünden und Ihre ganze Rasse davor bewahren, von den Zerg überrannt zu werden. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung sehr schwierig ist. Verbünden? Mit Ihnen? Ich bin ein General, Mann. Ein General ohne Armee. Ich biete Ihnen eine Position in meinem Kabinett an. Nicht nur einen Posten am Arsch der Galaxie. Strapazieren Sie meine Geduld nicht zu sehr, Edmund. Also gut, Mengsk. Sie haben gewonnen. Sie haben die richtige Wahl getroffen. General Duke. Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie dieser Schlange wirklich trauen wollen. Keine Sorge, Jim. Er ist jetzt unsere Schlange. Und das war die Mission Rettet General Duke. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.